Samstag, den 30. September, wird der Waldrutschenpark am Golm offiziell eröffnet. Familie Brugger aus Höchst nahm am Gewinnspiel von Golm und Vollert teil, gewann und durfte die neue Attraktion einige Tage vor der Eröffnung ausgiebig testen. Es ist super lässig gewesen, also die Familie hat es sehr, sehr gut gemacht. Die Rutschen haben ihnen, glaube ich, auch sehr viel Spaß gemacht. Und das Schöne, was man heute ganz gut gesehen hat, ist, dass man es eigentlich bei jedem Wetter ganz gut machen kann. Also wir haben ja von Sonnenschein über leichten Regen, alles geht heute. Voll tolles Angebot für die Familie. Also die Rutscher sind teilweise extrem steil, viele Kurven drin, ein irrsinniger Spaß. Zwischen der Rutschbahn hat eine tolle Wergle, Wanderwergle, wo man sich verweilen kann, aber laufen kann. Also alles in allem eine tolle Sache, Daumen hoch. Also das ist echt etwas, wo man einen super Ausflug machen kann und wo man auch sich ein bisschen bewegen muss und dann Spaß auch noch dabei hat. Ich habe keine Herausforderung gehabt, aber die eine, die ist ziemlich hin und her gegangen. Das war voll witzig. Ich habe immer gewonnen. Bei der Mama nicht, weil da bin ich von der Jacke runtergerutscht. Ich habe gegen seinen Papa auch einmal gewonnen. Also wir werden das Ganze jetzt ab Samstag in Betrieb nehmen und von da ist jetzt geöffnet und jeder kann vorbeikommen und sich selber ein Bild davon machen.